Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Gamescom TV 2011. Grund zur Freude für uns, weil ihr wieder mit dabei seid, aber es gibt auch Grund zur Freude für euch, weil heute geht es richtig ans Eingemachte. Egal ob Konsolenspiele, PC-Spiele, Handheld-Spiele, Handyspiele oder Browserspiele. Egal ob Actionspiele, Strategiespiele, Geschicklichkeitsspiele, Sportspiele oder Rollenspiele. Egal ob Spiele in SD, Spiele in HD oder Spiele in 3D. Spiele Trailer, Spiele Demo oder Spiele Vollversion. Die Gamescom hat sie alle! Was man hier nicht von jedem behaupten kann. Viele Publisher halten ihre Neuigkeiten aber dennoch unter Verschluss im Moment. Und wir haben natürlich recherchiert und zeigen euch, was euch auf der Gamescom 2011 alles erwarten könnte. Mit der Player Impact Engine verbessert Electronic Arts vor allem den Realismus der Zweikämpfe in FIFA 12. Die Kicker fallen nun deutlich realistischer. Wenn ein Wayne Rooney mit angewinkeltem Knie auf den Rasen prallt und er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden wälzt, hört man das Krachen der Kniescheibe förmlich im geistigen Ohr. Neben realistischen Zusammenstößen und Verletzungen haben die Macher auch das Dribbling und die Verteidigung verbessert. Außerdem erhält jeder Spieler seine eigene, an sein reales Vorbild angepasste künstliche Intelligenz, sodass dieselben Spielsituationen mit ausgetauschten Profis ganz anders ablaufen können. Optisch ist im Vergleich zur Vorjahresversion allerdings nur ein kleiner Fortschritt zu erkennen. Alles in allem hat EA für die kommende Auflage mal wieder einige sinnvolle Verbesserungen im Programm, die dem Spielfluss zugutekommen werden. Da Pro Evolution Soccer im vergangenen Jahr hinter Konkurrent FIFA 11 zurückblieb, soll der neue Teil nun ernsthaft zum Angriff blasen. Geleitet wird der Konter von der Active AI, also der aktiven künstlichen Intelligenz. Hinter dem Begriff verstecken sich einige Neuerungen. So sollen die Mitspieler wieder aktiver am Spielgeschehen mitwirken und eure Kollegen werden beispielsweise einen Sprint hinlegen, sobald ihr an den Ball kommt oder mit besonderen Aktionen für neue Ideen sorgen. Der Spielfluss wird durch die Verbesserung deutlich aufgewertet. Wie sich Konamis Fußball aber im direkten Vergleich zu Electronic Arts FIFA 12 spielt, wird sich erst im Herbst zeigen, wenn im Konami als auch im EA-Stadion zu einer weiteren Auflage des ewigen Duells angepfiffen wird. Spätestens seit letztem Jahr ist Konami im Zugzwang, doch die Neuerungen sind vielversprechend. In diesem Jahr steigen gleich zwei Shooter-Schwergewichte in den Ring. Den Anfang machen wir mit dem dritten Teil der Modern Warfare-Reihe. Die Handlung von Call of Duty Modern Warfare 3 schließt an das Ende des Vorgängers an. Die USA befindet sich im Würgegriff von russischen Truppen, während Captain John Soap McTavish und Captain John Price zusammen mit dem russischen Informanten Nikolai auf der Flucht sind. Im Zuge der Kampagne verschlägt es den Spieler unter anderem nach New York, Afrika und Europa. Insgesamt erwarten euch in dem Actionkracher drei Spielmodi. Die Solo-Kampagne, der obligatorische Multiplayer-Modus sowie der sogenannte Spec-Ops-Modus, den Infinity Ward in Modern Warfare 3 deutlich erweitert hat. Letzterer ist sogar etwas taktisch und könnte mit mehreren Freunden zum Koop-Hit werden. Und hier ist der Herausforderer, Battlefield 3. Der dritte Teil der beliebten Mehrspieler-Action-Serie Battlefield ist laut EA in fortgeschrittener Entwicklung. Sicher ist, dass die Frostbite 2.0 Engine zum Einsatz kommen wird und Battlefield 3 damit zerstörbare Umgebung bietet, wie Battlefield Bad Company 2. Für den Titel sind bislang drei Multiplayer-Modi angekündigt, nämlich Conquest, also Flaggen erobern, Rush sowie das vor kurzem von Entwickler DICE enthüllte Team Deathmatch. Eins können wir über den heiß ersehnten Shooter jetzt schon mal sagen. Battlefield 3 wird spielerisch als auch technisch ein absolutes Brett und zweifelsohne ein echtes Shooter-Highlight im Jahr 2011. Wer von den beiden Ballerbuden am Ende die Nase vorne hat, bleibt abzuwarten. Im Höhepunkt der Mass Effect-Trilogie geht es im Kampf gegen die gefürchteten Reaper um das Überleben des gesamten Universums. Das leicht beschleunigte Kampfsystem und die neuen Waffen wie die in das Omnitool integrierte Klinge sorgen für mehr Varianz und dank neuer Bewegungsmöglichkeiten auch für wesentlich dynamischere Gefechte. Die Möglichkeit, endlich wieder an Waffen und Rüstungen herumzuschrauben, führen Mass Effect 3 zudem wieder zu seinen Rollenspielwurzeln zurück. Ob die Kinect-Spracheingabenunterstützung der Xbox 360-Version dem Spiel nun wirklich mehr Tiefe und Dramatik verleiht, sei dahingestellt. Assassin's Creed Revelations ist der dritte und letzte Teil der Ezio-Trilogie. Hauptcharakter ist demnach natürlich abermals Ezio Auditore, den Fans der Serie bereits aus Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Brotherhood kennen. Der alternde Held soll in Konstantinopel der Bruderschaft der Assassinen zu alter Stärke verhelfen. Der neue Schauplatz ist ähnlich wie Venedig oder Rom in den Vorgängern unglaublich lebendig und schreit förmlich danach, erkundet zu werden. Außer wie gewohnt an diversen Häuserfassaden rumzukraxeln, steht aber noch weit mehr auf dem Programm. So wird natürlich auch wieder gemeuchelt und gekämpft und zwar noch eleganter und dynamischer als im Vorgänger.
Neu ist die sogenannte Hakenklinge, die nicht nur im Kampf nützlich ist, sondern auch zur Fortbewegung dient. Ezios Vor- und Nachfahren, Altair und Desmond Miles sind übrigens ebenfalls spielbar. Die Zelda-Reihe feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Nach der Veröffentlichung von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, dem Remake des N64-Klassikers, steht nun ein weiteres Abenteuer mit Link und Co. bevor. In Skyward Sword für die Wii verschlägt es das Spitzohr mit der Zipfelmütze in luftige Höhen. Neben der Möglichkeit, auf riesigen Vögeln durch die Wolken über Hyrule zu preschen, wartet das Action-Adventure noch mit weiteren Neuerungen auf. Aber auch traditionelle Spielelemente und Inhalte wie Bomben, Bumerang und Bogen dürfen natürlich nicht fehlen. Apropos Waffen, dank Wii Motion Plus werden sämtliche Bewegungen mit der Wiimote erkannt und perfekt auf dem Bildschirm umgesetzt. Rumgefuchtelt war gestern bzw. bei Twilight Princess. Bereits letztes Jahr gab es eine erste Version von Links neuem Abenteuer auf der Gamescom zu sehen. Wir freuen uns auf mehr. Barbra Streisand. Diesen Herbst erobert Dance Star Party für PlayStation 3 die heimische Bühne. Insgesamt 40 mitreißende Tracks samt Originalvideo und individueller Choreografie dürfen mit PlayStation Move nachgetanzt werden. Die Macher von SingStar haben einige Spielmodi und Schwierigkeitsstufen eingebaut, sodass vom Tanzlegastheniker bis zur Dancing Queen jeder auf seine Kosten kommt. Neben den bis zu 2 Tänzern bleiben die restlichen Partygäste nicht untätig, denn alle können mit Mikrofonen, dem Wireless-Headset oder über die PlayStation-Eye-Kamera mitsingen. Als kreatives Highlight ist es möglich, mit dem Move-Motion-Controller eigene Tänze zu kreieren, um sie dann von seinen Freunden nachtanzen zu lassen. Spätestens die Videowiederholung sorgt für einige Lacher und bei viel Körpereinsatz auch für Applaus. Ja, Annika, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, auf welches Spiel ich mich am meisten freuen soll. Zelda, das neue, Skyward Sword oder doch lieber Assassin's Creed? Ich weiß es nicht. Auf was freust du dich denn am meisten? Ich freue mich eigentlich auf massenhaft Sport- und Bewegungsspiele und vielleicht zocke ich die dieses Jahr aber lieber ohne dich, Nino. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Erinnerst du dich noch? Hier, die Tanznummer? Oh. Gamescom 2010? Schaut mal. Wie sieht's mit Tanzen aus? Ja. Du kommst nicht drum herum. Ich nehme ihn einfach mit. Okay, wir haben gewonnen. Plus 300 Punkte mehr. Ja, ich möchte noch zwei Sachen loswerden. A, ich war das ungeschlagene Champion aus PlayStation Move zurücktreten. Und B, das Klischee stimmt tatsächlich. Ich bin Annika ungelogen mindestens 300 Mal immer wieder bei der gleichen Stelle auf den Fuß gesprungen. Tut mir leid. Deshalb konnte ich nicht mehr so tanzen, um hier zu gewinnen. Aber ja. Du, ich bin super stolz auf uns. Ich auch. Ich brauche einen Drink, mir ist heiß. Ich auch. Oh, die alten Kamellen jetzt wieder rausgraben, ja, oder was? Ja, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf all die coolen Neuheiten. Und dass ihr euch auch freut, das habt ihr uns mit euren zahlreichen Einsendungen zu unserem Community-Gewinnspiel gezeigt. Und hier ist unser heutiger Gewinner, den ihr gekürt habt. Das hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen, deshalb unseren herzlichen Glückwunsch. Auch du bekommst von uns natürlich 2 Gamescom-Shirts, 2 Tickets für die Messe und einen Köln-Reiseführer. Tja, und das war's auch schon wieder, Nino, mit der 3. Folge von Gamescom TV. Vorbei, vorbei. Nächste Woche kümmern wir uns dann in aller Ausführlichkeit um die Hardware-Neuheiten, die es auf der Gamescom 2011 gibt. Das und noch vieles mehr seht ihr dann in der 4. Folge von Gamescom TV. Bis dahin. Celebrate the Games. Tschüss. Macht's gut, Leute.